Dann gehen wir zum folgenden Vortrag. Den hält Dr. Michael Biermann. Er ist schon auf dem Weg auf die Bühne, sehr gut. Er arbeitet am Astronomischen Recheninstitut der Uni Heidelberg, und zwar an dem riesigen, reichhaltigen Datensatz, den die Gaia-Mission produziert. Davon haben wir ja schon gehört heute. Und jetzt hören wir mehr darüber, welche Herausforderungen, aber auch welche Erfolge die Gaia-Datenauswertung mit sich bringt. Sie haben das Wort. Viel Spaß. Schönen Dank. Ja, ich bin eingeladen worden, vielen Dank dafür, etwas über die Gaia-Datenreduktion zu erzählen, was gar nicht so einfach ist, weil das doch ein relativ großes Projekt ist und sehr viele Leute daran arbeiten. Aber ich werde trotzdem ein bisschen versuchen, Ihnen ein paar Dinge einfach zu erklären. Ich möchte Ihnen sagen, warum das zumindest für mich eine relativ schwierige Aufgabe war, weil es doch relativ viele Leute gibt, die daran arbeiten. Wir sind also etwa 450 Wissenschaftler und Softwareingenieure, die seit etwa 15 Jahren, nicht in genau der gleichen Zusammensetzung, aber in der Anzahl, zusammenarbeiten, um uns vorzubereiten auf diese Mission und die Daten zu verarbeiten, an 160 Instituten in 24 Ländern und der ESA, und wir haben 7 Rechenzentren, die wir benutzen. Das macht es ein bisschen schwierig, das in 10 Minuten ganz kurz zu erklären, was wir an Datenauswertung machen. Ich muss ein paar Worte ganz kurz verlieren über Gaia selber. Gaia ist die große ESA-Mission, die sich zum Ziel gesetzt hat, unsere Milchstraße im Wesentlichen ein bisschen genauer zu verstehen, indem wir mehr als 1 Milliarde Objekte in der Milchstraße genau untersuchen. Das war die ursprüngliche Zielsetzung, für die hochgenaue Positionen, Bewegungen, Helligkeiten, Spektren und so weiter aufzunehmen. Also einen sehr, sehr großen Katalog der Objekte in der Milchstraße und von vielen Objekten weit darüber hinaus zu bestimmen. Inzwischen, weil wir einen sehr erfolgreich gebauten Satelliten haben, sind wir bei fast 2 Milliarden Objekten, die wir sehen am Himmel und die wir verarbeiten müssen. Und das klappt einfach nur mit hinreichend vielen Leuten. Da sehen Sie etwa 1/3 der Leute, die an Gaia arbeiten. Und das war das letzte Mal vor Corona, dass wir das in einem Face-to-Face-Meeting machen konnten. Es gibt im Prinzip 6 große Gruppen, die die Datenauswertung machen, die sich mit verschiedenen Aspekten in der Astronomie beschäftigen. Das eine ist die Astrometrie hier links oben. Das ist die Gruppe, für die ich verantwortlich bin. Die bestimmen halt Positionen, Eigenbewegungen und ein Maß für die Entfernung zu diesen Objekten. Die Photometrie und die Spektroskopie, die bestimmen Helligkeiten und die chemischen Eigenschaften, die Zusammensetzung der Sterne. Dann haben sie eine Gruppe, die beschäftigt sich mit Doppelsternen, Galaxien, Quasaren, Planeten. Wieder eine andere Gruppe beschäftigt sich mit Sternen, die variabel sind, deren Licht nicht konstant ist, deren Helligkeit. Und eine Gruppe, über die Herr Baylor-Jones heute Morgen gesprochen hat, die sich mit astrophysikalischen Parametern unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz beschäftigt. Und schließlich gibt es noch die Katalogherstellung. Jede dieser Boxen, das sind ungefähr 50 bis 100 Personen, die daran beteiligt sind. Und der Katalog, das ist nicht mehr das, was man früher hatte, das geht einfach nicht bei 2 Milliarden Sternen, das kriegen sie einfach nicht mehr in gedruckter Form hin. Das heißt, das ist heutzutage, wie fast überall, einfach eine komplexe Ansammlung von Ergebnistabellen. Ich habe Ihnen hier in ganz vereinfachter Form mit diesen farbigen Pfeilchen gezeigt, wie all diese Gruppen miteinander verwoben sind, wenn wir einen Katalog herstellen möchten. Und da sehen Sie zum Beispiel, dass hier von der Photometrie ein Pfeil in die Astrometrie geht. Wir brauchen halt, wenn wir genaue Positionen bestimmen wollen, dann müssen wir wissen, welche Farbe das Objekt hat. Nur dann können wir das wirklich tun. Aber um diese Photometrie zu bestimmen, das ist dann der Pfeil, der hier wieder runtergeht, müssen wir genau wissen, wo diese Objekte wirklich stehen. Das heißt also, wir brauchen da die Photometrie. Das heißt, das ist alles relativ iterativ und das macht es relativ schwierig, in relativ kurzer Zeit zu publizierbaren Ergebnissen zu kommen. Und das ist der Grund, warum sich in den Gaia-Katalogen relativ viel Zeit vergeht. So, das ist wie gesagt nur eine relativ stark vereinfachte Darstellung. Da ich für die Astrometrie zuständig bin, dachte ich mir, darüber erzähle ich Ihnen ganz klein bisschen mehr und werde Ihnen das mal in etwa zeigen, wie so eine Box aussieht. Da ist jetzt sehr viel Fachjargon drin, um den geht es überhaupt nicht. Ich wollte Ihnen einfach nur mal zeigen, dass es eine ganze Abfolge von Prozessen ist. Hier fangen wir an und da unten, da entsteht dann irgendwann der Katalog von einzelnen Prozessen, die gemacht werden müssen. Und das ist eine der Schwierigkeiten bei so einem großen Projekt, oder zumindest bei diesem großen Projekt, dass Sie dafür halt einfach zeitliche Abläufe haben, die Sie ziemlich genau einhalten müssen. Wenn Sie das nicht tun, dann können Sie einfach Ihren angeplanten oder angedachten Publikationstermin für das nächste Release einfach nicht wirklich hinbekommen. Und das sind relativ große Prozesse, also es gibt ganz kleine,
die volle astrometrische Lösung. Das ist ein relativ einfacher Prozess am Ende des Tages auf eine Art. Da geht es also darum, für all diese 2 Milliarden Sterne Positionen zu bestimmen, die Bewegungen am Himmel, die Entfernungen. Da brauchen Sie ungefähr 30.000 CPU-Stunden für eine Lösung. Was deutlich schwieriger und aufwendiger ist, was Sie als allererstes tun müssen, Sie haben diese ganz, ganz vielen Beobachtungen. Wir haben bei Gaia inzwischen weit über 2.000 Milliarden Beobachtungen gemacht für Positionen von Sternen. Diese 2.000 Milliarden Beobachtungen müssen Sie diesen 2 Milliarden Sternen zuordnen. Welche Beobachtung gehört wohin? Das ist ziemlich einfach an den Teilen des Himmels, die relativ dünn besiedelt sind. Da ist es relativ trivial, das zu machen. Man sieht es mit dem Auge im Prinzip. Das ist überall da, wo der Himmel dicht besiedelt ist, wo Sterne sich auch noch bewegen im Laufe der Zeit, also ihre Position relativ zu den anderen Einzelbeobachtungen halt verändern, ist das eine relativ aufwendige Sache. Deshalb brauchen wir da schon für einen einzigen Durchlauf 500.000 CPU-Stunden. Und was dann das eigentlich noch Größere, zumindest in der Astrometrie ist, das ist, dass wir für jede einzelne Beobachtung Größen wie die Helligkeit bestimmen wollen, wie die genaue Zentroidlage, also die Position des Objekts, das wir gesehen haben, im Datenraum. Die wollen wir bestimmen. Und aus denen machen wir dann später in der großen Ausgleichsrechnung die einzelnen Positionen der Sterne wirklich. Das sind schon 8 Millionen CPU-Stunden, die wir dafür brauchen. Und die ganzen internen Tests für einen einzigen Katalog, die belaufen sich typischerweise auf über 30 Millionen CPU-Stunden. Für ein einziges, nicht für einen Test, für einen einzigen Katalog, den wir erstellen wollen. Und das macht es eben ein bisschen anspruchsvoll, zumindest also für uns Manager dieser Gruppe, dass diese Abläufe wirklich eingehalten werden. Das können Sie sich schnell vorstellen, wenn so ein Prozess mal für die Zentroide oder Helligkeiten schief geht und Sie gerade mal 8 Millionen CPU-Stunden in den Sand gesetzt haben, dann ist das nichts, was Sie einfach wieder aufholen können, ohne den Zeitplan deutlich nach hinten zu verschieben. Was besonders in der Astrometrie relativ ärgerlich ist, weil das der allererste Schritt in der ganzen Gaia-Datenauswertung ist. Also jede Verschiebung, die wir verursachen, die zieht sich halt direkt durch das gesamte Konsortium hindurch. So, ein paar Worte dazu, was sozusagen die eigentliche Arbeit in Astrometrie ist. Das hatte ich schon gesagt, wir haben ungefähr 2 Billionen, also 1000 Milliarden einzelne Beobachtungen zurzeit. Wenn Gaia noch ein bisschen länger durchhält, werden das über 3 Billionen am Ende werden. Und aus diesen, für den jetzigen Katalog, an dem wir jetzt arbeiten, 2 Billionen Messungen, aus denen müssen wir für die 2 Milliarden Sterne, die wir haben, jeweils 5 Größen bestimmen, 2 Positionsmessungen am Himmel, die Entfernung oder ein Maß für die Entfernung, was die Parallaxe ist, und die Bewegung am Himmel, das heißt, das sind 10 Milliarden Objektparameter, dann ungefähr 100 Millionen Attitude-Parameter. Attitude ist die Lage und Ausrichtung des Satelliten. Sie müssen halt genau wissen, zu welchem Zeitpunkt der Satellit in welche Richtung guckt, damit Sie Ihre Beobachtungen, die Sie gemacht haben, dann wieder in den Himmel bringen können. Das müssen wir selber machen aus den Beobachtungen selbst, weil die üblichen Messungen, die man einfach für solche Satelliten aus der Telemetrie bekommt, nicht genau genug sind für das, was wir haben möchten. Dann gibt es 2 Millionen Kalibrationsparameter, die wir auch gleichzeitig bestimmen müssen. Die sind für die Lage der Detektoren auf der Fokalebene, für deren elektronische Parameter, also einfach das Instrument charakterisieren. Und noch einige Dutzend globale Parameter. Das machen wir, weil es einfach viel zu viel auf einmal ist. Das können wir nicht im direkten Verfahren lösen, machen wir das auf iterative Art. Und das dauert typischerweise für einen vollen Produktionslauf einige Monate. Die wahre Schwierigkeit, eigentlich ist das Verfahren am Ende des Tages nicht besonders kompliziert. So eine Lösung herzustellen dauert Zeit, weil es einfach sehr, sehr viele Daten sind, aber eigentlich ist das nicht besonders schwierig. Das ist ein ganz normales Standard-Least-Square-Verfahren, das Sie da ansetzen. Also eigentlich nicht so wirklich kompliziert ist. Die wahre Schwierigkeit hier ist, mit welcher Kalibration Sie daran gehen. Sie entscheiden sich ganz am Anfang für ein Kalibrationsmodell, bestimmen dann dafür die Parameter, die am besten dazu passen, sodass Ihre Beobachtungen möglichst nah dann letztendlich zu dem Modell passen. Und wenn Sie mit dem falschen Modell angefangen haben oder mit einem ungeeigneten, einem noch nicht wirklich optimierten Modell, dann kriegen Sie die beste Lösung raus, die Sie für dieses Modell kriegen können, aber eben nicht die beste Lösung, die Sie gerne hätten. Und deshalb müssen Sie halt immer wieder lernen am Ende, wenn Sie eine Lösung haben, indem Sie sich die Ergebnisse angucken, die Abweichungen Ihrer einzelnen Beobachtungen zu dem Modell, das Sie aufgesetzt haben, wie Sie weiter optimieren können.
Und das ist ein relativ schwieriges Geschäft. Das ist die wahre, die eigentliche Kunst an dieser ganzen Datenauswertung, dass Sie verstehen, anhand der Daten und des Modells, das Sie gewählt haben, an welchen Stellen Sie das verbessern können. Ich muss schneller reden, ich sehe schon. Also das ist das, was wir eigentlich tun. Gut, das dauert eben einfach so lange. So, dann sage ich Ihnen einfach noch ein ganz klein bisschen was dazu. Das klingt jetzt weniger beeindruckend, ich war in der falschen Reihenfolge, nachdem Herr Klöckner schon ein bisschen was erzählt hat. Da ging es ja regelmäßig um Petabyte. Wir haben klein angefangen mit einigen Terabyte. Wir haben jetzt im Sommer diesen Jahres den dritten Katalog, den dritten vorläufigen Katalog rausgebracht mit 13 Terabyte aus diesen Daten. Und was wir dann anschließend machen wollen in den nächsten Katalogen, ist ein großer Sprung. Ich habe da einfach die Skala geändert, weil man hier sonst gar nichts gesehen hat. Das ist natürlich auf eine Art relativ klein, tatsächlich verglichen mit dem, was in Zukunft anstehen wird, ohne Frage. Es ist, glaube ich, trotzdem ein wirklich ausgesprochen großer und fantastischer Katalog, der unglaublich viel dazu beitragen wird, dass wir unsere Milchstraße und viele Dinge weit darüber hinaus besser verstehen werden. Ganz kurz, habe ich noch 2 Minuten? Dann, okay, wundervoll. Noch eine zweite Sache, warum das eigentlich so wirklich ausgesprochen schwierig ist, was wir tun müssen. Weil wir unsere Daten, die wir bekommen, gut verstehen müssen. Eine Sache, ich gehe da ganz kurz nur drüber, ist, unser Satellit dreht sich in 6 Stunden einmal um seine Achse und guckt in 2 verschiedene Richtungen halt permanent den Himmel ab. Die Idee war gewesen ursprünglich, dass diese Drehung ausgesprochen glatt ist. Was Sie hier sehen, das ist die Scanrate, also die Rate, mit der Gaia sich um sich selber dreht, als Verlauf der Zeit. Und da sehen Sie überall diese kleinen Spitzen drin. Und diese Spitzen haben wir am Anfang missverstanden als Einschläge von Mikrometeoriten. Aber dann war klar, dass das eigentlich nicht sein kann und dass diese Form, dieses Profil dazu nicht passt. Mikrometeoriten haben ein vollkommen anderes Profil. Und was wir da sehen, sind einfach thermische Störungen des Instruments. Und die führen zu Verformungen in der Optik von sowas wie 10 oder 20 Silikonatomdurchmessern. Und diese Störungen sehen wir in den Daten. Und die müssen wir einfach, und das können wir auch wegrechnen. Und das machen wir, seit wir die gefunden haben. Davon haben wir jetzt, ich weiß es nicht, 7-8 Millionen von diesen Sprüngen gefunden. Und die rechnen wir alle raus. Das haben wir verstanden. Was wir nicht verstanden haben, ist der sogenannte Parallaxen-Bias. Da ist die Idee, wenn Sie gucken nicht nur mit Gaia die Sterne in der Milchstraße an, Sie gucken auch Quasare, die ausgesprochen weit weg sind, an. Diese Quasare sind so weit weg, dass Gaia für die definitiv keine Entfernung bestimmen kann. Das heißt, die Parallaxe da muss null sein für alle Quasare, die wir angucken, diese weit entfernten Galaxienkerne, muss im Mittel null sein. Und das ist es nicht bei uns. Und das verstehen wir nicht wirklich. Das liegt daran, dass in unserem Kalibrationsmodell irgendetwas noch das verhindert. Wir arbeiten daran, das sehen Sie, das war das letzte Release, das ist das neuere, wir machen das deutlich besser. Aber wir haben es immer noch nicht wirklich verstanden. Das ist ebenfalls ein ausgesprochen kleiner Effekt. Sowas wie 10 hoch minus 10 Radians, also nichts wirklich Großes, aber astronomisch gesehen stört uns das ungemein. So, dann mache ich nur noch das. Während ich gesprochen habe und viel zu lange gesprochen habe, hat Gaia weitere 250.000 Sterne beobachtet, weitere 2,5 Millionen astrometrische Messungen gemacht und weitere 100.000 Spektren von 30.000 Sternen aufgenommen. Ich bedanke mich insbesondere auch beim DLR für die Finanzierung dieser Arbeit, weil ich glaube, dass das astronomisch gesehen, was sehr, sehr Spannendes ist. Eine Folie habe ich gerade geskippt, die können Sie noch angucken, aber inzwischen haben wir 9000 Veröffentlichungen, basierend auf diesen 3 vorläufigen Katalogen, die bisher noch nicht mal so viele Daten von dem, was wir insgesamt machen wollen, veröffentlicht haben. Das zeigt, glaube ich, dass es astronomisch gesehen, wissenschaftlich gesehen, eine ausgesprochen erfolgreiche Mission ist. Und damit bedanke ich mich für das Überziehen. Entschuldigung. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön für den Vortrag. Beeindruckend, wirklich, was jetzt in den 12 Minuten das passiert ist. Ja, gibt es zu diesem Vortrag Fragen von Herrn Biermann? Dort hinten ist eine. Meldet sich jemand? Mikrofon ist unterwegs. Wunderbar. Herr Biermann, vielen Dank für den Vortrag. Das war echt spannend. Dankeschön. Ich hätte eine Frage. Sie hatten gerade gesagt, dass Sie natürlich da in die Daten zurückgehen müssen und ein paar Fehler rausfinden bezüglich auch Ihres Modells und der Kalibration. Das wird natürlich nicht händisch gehen. Wie finden Sie denn, also Sie machen Parameterabgleich, aber wie viel Arbeit ist das? Lassen Sie mich das mal auf der Management ist. Wie viel kostet das und wie viel Arbeit macht das? Das ist, was Zeit angeht, ein Großteil der Arbeit, den wir aufbringen. Das ist das, wo wir am meisten Zeit insgesamt aufbringen müssen.
da passiert natürlich tatsächlich zunehmend weniger händig, einfach weil wir zunehmend mehr begriffen haben, worauf wir gucken müssen. Kann Sie bitte mit ans Mikrofon? Ich muss ans Mikrofon, ja. Oder ich laufe so rum. Oder so, auch Hallo, hören Sie mich? Ja, Sie hören mich, wunderbar. Das ist tatsächlich zunehmend automatisiert, weil wir durch Erfahrung gelernt haben, welche besonderen Plots, also was wir besonders angucken sollten, welche Parameter, Kombinationen, mit welchen Techniken wir die angucken sollen, um Defizite in unserem Kalibrationsmodell zu sehen. Es ist aber immer noch so, dass das unglaublich viel Händisches ist. Und ein Teil des Händischen kommt daher, weil Sie nicht einen einzigen Prozess haben, um von den Rohdaten in einem Schritt, wie das jetzt für die Astrometrie vielleicht gewirkt haben mag, zum Ergebnis zu kommen, sondern Sie haben eine ganze Kette von verschiedenen Gruppen, die bestimmte Dinge übernehmen. Und das Kalibrationsmodell ist nicht das Kalibrationsmodell. Also jede Gruppe hat ihr Kalibrationsmodell und es kann sein, und es ist uns oft genug passiert, dass die beiden Kalibrationsmodelle in bestimmten Aspekten degeneriert sind und dann Effekte zwischen den beiden immer hin und her pongen sozusagen. Ja? Dann der eine versucht es rauszukriegen und der andere sort sie jetzt wieder weg und dann kriegt man einfach kein stabiles System hin. Das hat uns oft getrieben, das haben wir inzwischen auf die harte Art lernen müssen, dass das ein Ding ist, auf das wir ernsthaft gucken müssen. Wir gucken da von vornherein, wenn wir neue Parameter ins Kalibrationsmodell bringen, drauf, ob das passt zu dem Rest der Gruppen. Und dann bleiben immer noch die bösen Überraschungen am Ende, was wir dann doch übersehen haben, weil das Kalibrationsmodell vielleicht so kompliziert ist, dass wir nicht alle Abhängigkeiten innerhalb der Kalibrationsmodelle bedacht haben. Also es ist sehr viel händische Arbeit und es ist sogar die meiste Arbeit am Ende, das in Ordnung zu bringen. Und zwar leider händig. Ja. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Sieht nicht so aus, aber auch Sie, Herr Biermann, werden wahrscheinlich noch ein bisschen da sein. Oh, sicher, auf jeden Fall. Dann, genau, können Sie, vielleicht werden Sie noch mal angesprochen. Dankeschön nochmal für den Vortrag. Sehr gerne.